Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ja, ihr Lieben, und zwar geht es heute um Happy Eating, emotionales Essen überwinden und wirklich satt und zufrieden werden von Anastasia Zamponidis aus dem Lübbe Life Verlag in diesem Format für 18 Euro. Dieses Buch wurde mir vom Verlag als kostenloses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt und ich möchte euch heute so ein bisschen erzählen, worum es in diesem Buch geht und warum es mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Ja, ich war so ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin ja in einer Phase, und das wisst ihr ja, glaube ich, mittlerweile eigentlich auch ganz gut, in der ich versuche, ein bisschen sportlicher zu werden, ein bisschen gesünder zu essen, zu trinken und einfach so gerade mein Körperbefinden für mich selbst einfach ein bisschen schöner zu machen. Und ich bin gerade einfach dabei zu versuchen, mich selbst mehr zu mögen, mich selbst mehr zu lieben, und da gehört es halt auch einfach dazu, dass man sich vielleicht ein bisschen definiert, dass man auf die Ernährung achtet und so weiter. Und Anastasia Zamponidis fasziniert mich schon eine Weile länger, denn sie hat ja tatsächlich in den letzten Jahren ein Buch geschrieben, das wochenlang auf den Bestsellerlisten war. Ich werde euch hier mal ein Bild dazu einblenden, das tatsächlich überaus gut angekommen ist. Und da geht es darum, dass sie den Industriezucker weggelassen hat in ihrer Ernährung. Und viele Leute wissen tatsächlich auch gar nicht, in wie vielen Lebensmitteln Industriezucker drin ist. Mal ganz abgesehen, dass das auch in Lebensmitteln drin ist, von denen man eigentlich denkt, dass sie gesund für uns sein sollten, wie zum Beispiel Brot. Leute, in Brot ist Zucker drin. Vor allem auch für die Leute, die sagen, ich scheiß jetzt mal grob gesagt auf das normale Brot, ich liebe Knäckebrot. Knäckebrot, Leute, besteht ja so gefühlt zur Hälfte aus Zucker. Also Knäckebrot ist das Ungesündeste, was man essen kann. Und das Lustige ist ja wirklich daran, dass uns verkauft wird, dass das gesunde Lebensmittel sind, Lebensmittel, die gut für unseren Körper sind. Und im Endeffekt werden da Zusatzstoffe reingepackt, die der Körper natürlich überhaupt nicht braucht. Und es ist ja wirklich lustig, wenn man halt tatsächlich wirklich versucht, darauf zu achten, keinen Industriezucker mehr zu essen, Leute, dann darf man fast nichts mehr essen. Es ist so lustig, wo überall Zucker drin ist, wo man ihn nicht vermutet. Das sind jetzt keine Lebensmittel wie Cola. Dass da 90% Zucker drin ist, weiß, glaube ich, jedes Kind. Aber es geht halt wirklich um ganz normale Sachen, Wurst und Käse und sowas, wo tatsächlich auch Sachen vorhanden sind, wo Zucker drin ist. In fast jedem zweiten Getränk mit Geschmack ist natürlich Zucker drin. Brot, das ist, Leute, es hört gar nicht mehr auf. Also es sind in so vielen Lebensmitteln Zucker drin, das erwartet man einfach nicht, das denkt man nicht. Und wenn man tatsächlich dann mal versucht, darauf zu verzichten, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr schwerer Weg. Ich bin jetzt niemand, der sagt, ich möchte unbedingt komplett auf Zucker verzichten. Ich glaube, das würde bei mir auch nicht funktionieren, denn es ist genau wie Frau Zamponidis sagt, Zucker ist, wenn man es tatsächlich ganz grob und böse ausdrückt, eine Art Droge. Der Körper reagiert mit Happy-Gefühlen, man fühlt sich super, man möchte was Süßes, Schokolade macht ja sogar erwiesenermaßen glücklich. Und natürlich ist es dann so, dass man immer wieder Süßigkeiten isst, einfach weil man sie lecker findet, natürlich nicht, weil man Hunger hat, sondern weil Süßigkeiten toll sind, lecker schmecken, man sie sein Leben lang zu essen bekommen hat, natürlich auch, wahrscheinlich in der Kindheit in Maßen, aber trotzdem, es war immer zugänglich. Und irgendwann stellt man das natürlich auch nicht mehr in Frage und kauft es als Erwachsener auch selbst. Und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ich kann meine Süßigkeiten komplett weglassen. Das werde ich wahrscheinlich niemals hinbekommen, dazu habe ich einfach nicht die Kraft, die diese verdammt starke Frau einfach an den Tag legt. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr spannend zu sehen, wie jemand, der tatsächlich ganz normal mit Zucker gelebt hat, wie jetzt ich und ihr da draußen auch, versucht hat, den Alltag einfach anders zu gestalten und das Ganze wegzulassen. Und nachdem ja ihr Bestseller erschienen ist und tatsächlich auch noch ein oder zwei Kochbücher von ihr rausgekommen sind, mit Rezepten, die halt einfach wirklich zuckerfrei sind, auch Nachtische und Kuchen, Leute, das sind ja wirklich die spannenden Sachen. Man kann Zucker durch so viele tolle andere Sachen ersetzen, sei es jetzt Datteln oder Rosinen oder auch wirklich herkömmlicher Kakao einfach. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, was ist das hier für ein Buch? Einfach weil es gibt ja schon den Bestseller, den ich tatsächlich nicht gelesen habe, das muss ich vorweg dazu sagen, den habe ich nicht gelesen. Und ich habe mir so gedacht, okay, was ist das jetzt für ein Buch? Was ist das für eine Ergänzung? Was hat sie noch zu sagen? Und
war dann tatsächlich sehr, sehr happy, dass mir das Buch eben zugeschickt worden ist und habe mich dann mit Anastasia Zamponidis so ein bisschen auf die Suche gemacht nach einem Leben ohne Zucker. Und das Schöne an diesem Buch ist, ganz anders als erwartet, ist es eigentlich so ein bisschen ihre Geschichte auf dem Weg in ein zuckerfreies Leben. Also sie erzählt hier tatsächlich von ihren Anfängen, wie sie dazu gekommen ist, wie sie dann auch angefangen hat zu experimentieren mit Rezepten, wie sie in einer Gruppe mit Kräuterweibern in Anführungszeichen gewesen ist und so halt auch gelernt hat, achtsam zu sein und so ein bisschen sie selbst zu sein, auch so ein bisschen zu einem gesunden Körpergefühl zu kommen und zu einem gesunden Selbstvertrauen. In diesem Buch geht es nicht grundsätzlich ums Essen. Es geht einfach darum, sich selbst wohlzufühlen, sich auch auf sich selbst und seine Gefühle zu konzentrieren. Und ich muss sagen, deswegen fand ich das einfach ein sehr positives Buch. Man erfährt hier ihren Weg in dieses Leben ohne Zucker und wie sie das gemeistert hat, wie sie da natürlich auch mit Freunden und Familie durchgegangen ist. Und natürlich gab es dann auch Zweifel und Sonstiges. Und durch diesen Lebensbericht, den sie uns hier liefert in diesem Buch, gibt sie uns Tipps und Tricks fürs Leben mit. Und das finde ich ganz, ganz toll. Sie hat hier natürlich auch noch weitere Rezepte mit drin, die so ein bisschen ihre Worte untermauern, was ich super finde. Sie hat hier gerade auch in den Kapiteln, wo es um den Wald und um die Natur geht, ganz viele Kräuter drin, die auf herkömmliche und ja, einfach auf herkömmliche Weise dem Körper helfen können. Sei es jetzt, wenn wir krank sind, wenn wir Halsweh haben, wenn wir eine Blasenentzündung haben und sonstige Schwierigkeiten. Da gibt sie hier wirklich einfach, ja, uns Mittel und Kräuter mit auf den Weg, die uns eben auf normale Weise helfen können, ohne dass wir dann sofort zum Arzt rennen. Und das finde ich super, super spannend. Einfach so Tipps und Tricks für den Alltag und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich muss halt wirklich sagen, dass Anastasia Zamponidis eine sehr starke Frau ist. Eine Frau ist, vor der ich wirklich viel Respekt habe. Einfach weil sie so viel gemeistert hat und das halt wirklich, indem sie sich einfach auf sich selbst verlassen hat und gar nicht mal viel auf andere. Ich meine, natürlich, viele, viele Leute haben ihren Weg begleitet und viele, viele Leute haben ihr dabei geholfen. Gerade diese Runde von Frauen, die mit ihr in den Wald gegangen sind. Dann ihre Osteopathin. Also es gibt hier ganz, ganz viele Menschen, die ihr positiv geholfen haben in viele verschiedene Richtungen. Sei es jetzt Buddhismus, Yoga, sonstige Sachen. Einfach wirklich diese Kräuter, die man ja auch im Alltag und draußen finden kann. Das ist ja das Spannende daran. Wir können uns tatsächlich und unserem Körper so viel Gutes tun, indem wir einfach in die Natur rausgehen und die Natur uns helfen lassen. Und was ich eben so schön daran finde, ist, dass es nicht ein Buch ist, das sagt, ja, ess auf keinen Fall mehr Zucker, sondern es ist ein Buch, das sagt, du musst dich in deinem Körper wohlfühlen. Es geht hier einfach viel um dieses Wohlbefinden von einem selbst, wie man selbst über sich denkt und natürlich auch über Fettshaming, über Bodyshaming jetzt im Allgemeinen, natürlich auch Skinny-Shaming. Und es geht einfach darum, dass sie sagen will, lebe, wie du glücklich damit bist. Und wenn das ohne Zucker ist, wie das bei ihr der Fall ist, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Und wie gesagt, es sind Tipps und Tricks im Buch drin. Aber es geht natürlich auch darum, einfach auch mal achtsame Minuten zu erleben. Einfach sein inneres Kind natürlich auch zu finden und die innere Mitte und einfach irgendwie so eine Eigenheilung stattfinden zu lassen. Für sie war das einfach der richtige Weg, um dann natürlich auch dieses ganze ohne Zuckerleben in ihren Alltag zu integrieren, sportlich zu sein, auch körperlich was zu machen und einfach, sie kann jetzt tatsächlich stolz dastehen und sagen, ich bin glücklich so, wie ich bin. Und ich bin jetzt auch niemand, der 10.000 Mal am Tag in den Spiegel gucken muss, einfach weil ich mich so wohlfühle und einfach glücklich und happy bin. Und ganz ehrlich, das ist doch ein Ziel, auf das es sich hinzustreben, auf jeden Fall lohnt. Ich meine, ich glaube, es können nicht viele Frauen von sich sagen, dass sie jetzt, so wie sie sind, glücklich mit sich sind und mit ihrem Leben. Ich meine, unser Wohlbefinden und das, wie wir uns fühlen, ist ja auch, das macht ganz, ganz viel im Alltag aus, wie wir uns gegenüber anderen verhalten, wie ein Tag für uns vielleicht einfach aussieht. Das liegt ja alles daran, wie unsere Stimmung ist, wie wir uns fühlen. Und ich finde das so schön, dass sie einem so viel Mut macht, so viele Tipps mit in den Alltag einfach gibt, wie man das erreichen kann. Und ich finde es natürlich auch schön, dass man hier dann so auf ungefähr 250 Seiten auch so ein bisschen ihre Geschichte einfach miterlebt. Wie sie es geschafft hat, was überhaupt dazu geführt hat, wie viele verschiedene Dinge zusammengespielt haben, um sie so zu machen, wie sie jetzt ist. Und Leute, ich finde das ein ganz, ganz tolles Buch. Wie gesagt, ich habe natürlich ihr anderes Buch jetzt nicht gelesen und weiß jetzt nicht, inwiefern hier vielleicht Dinge
erzählt werden, die sie dort schon erwähnt hat. Das kann ich nicht sagen. Ich kann die beiden Bücher nicht vergleichen, weil ich erstes nicht gelesen habe. Aber ich finde, dieses hier ist es absolut wert, mal einen Blick drauf zu werfen, einfach weil es so ein positives Buch ist. Ich finde, Anastasia Zamponidis ist so eine positive Frau. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen gezweifelt habe, einfach wegen des Bildes. Diese übertriebene Glücklichkeit wirkte für mich super unauthentisch. Aber ich muss nach dem Lesen wirklich sagen, dass ich sie als so sympathisch empfunden habe und tatsächlich als sehr authentisch empfunden habe in diesem Buch. Und mein Respekt gegenüber ihrer Persönlichkeit. Ich wünschte, ich könnte einen Schritt in diese Richtung machen und ich hoffe, dass dieses Buch mir auf diesem Weg tatsächlich ein bisschen weitergeholfen hat. Und ja, für alle die, die so einen kleinen Push vielleicht in diese Richtung sich wünschen. Wie gesagt, es geht gar nicht mal so sehr darum, dass hier mit erhobenem Zeigefinger gesagt wird, esst auf keinen Fall Industriezucker. Es geht eigentlich so ein bisschen auf die Suche nach seinem inneren Selbst und dazu, dass man Wohlbefinden für sich selbst erlangen kann. Und das Ganze mit Anastasia Zamponidis und ihrem Weg zu einem zuckerfreien Leben finde ich doch sehr, 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 sehr schön. Denn wie der Untertitel schon sagt, und wirklich satt und zufrieden werden. Das hat ja noch nicht mal was mit dem Essen zu tun. Wenn wir wirklich den ganzen Tag emotional essen, dann kompensieren wir dadurch andere Dinge. Dann kompensieren wir dadurch nicht, dass wir Hunger haben, sondern wir kompensieren dadurch, dass wir vielleicht Langeweile haben, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen, dass wir uns vielleicht gerade über etwas ärgern. Wirklich dieses emotionale Reinsteigen in etwas und das eben mit Essen versuchen zu vertreiben. Dieses wirkliche Satt und zufrieden sein, das hat auch was mit dem Lebensstil zu tun. Und ich glaube, dass das viel natürlich auch mit Bewegung zu tun hat und dass man halt einfach diese innere Ruhe gefunden hat. Und das ist etwas, das vielen von uns halt einfach fehlt. Und ich finde, dieses Buch hier ist ein richtig guter Weg, um so einen kleinen Anfang zu wagen und zu versuchen, so ein bisschen zufrieden zu werden wie Anastasia Zamponidis. Ja, ich muss sagen, ich bin durchweg positiv überzeugt von diesem Buch und kann es nur jedem empfehlen, der so ein bisschen für sich eben diesen Anstoß sucht und natürlich, wie gesagt, auch Rezepte vielleicht sucht. Also hier sind auch Rezepte und vieles weitere noch enthalten, was einem viel weiterhelfen kann. Ja, das war's von mir zu diesem Buch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!